Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Obscuritas. Obscuritas. Den Schlachthof haben wir gerade hinter uns gelassen. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt ankommen. Oh, komm, ja, von da kommen wir. So rum. Gib mir Batterien, bitte Batterien. Ich erkenne kaum was. Können wir hier mal ein bisschen... Das bringt es auch nicht wirklich, ne? Mann, warum nimmt sie diese Fackel nicht mit? Das regt mich immer noch auf. Können wir da? Nee. Ich dachte, da passiert was. Bitte keine Kristalle. Dieser Spinnenweben hier. Licht! Okay, wir haben verschiedene Räume. Oh, aber Licht. Hund? Habe ich den Hund gerade... Okay, wir haben den Hund wieder hier. Oh hey, das könnte wieder was werden. Mach mal Licht. Okay, komm, dann gehen wir erstmal in den Raum hier. Oh. Der hierher? Der kommt wirklich. Okay, das klappt. Sehr gut. Schnell, Sarah. Schnell, schnell, schnell. Schlüssel. Das waren unsere eigenen. Okay, dann gehen wir erstmal zu der einen Tür hier. Mach mal reloaded. Da. Ja. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Ne, sind mehr als drei. Mal hier erstmal umgucken. Okay, ist aber nichts. Ist das? Ne, sah nur so aus. Okay. Was? Was war denn das? Sarah! Was hast du getan? Ach hey. Ach man, no. Naja, Hebel, einfach mal ziehen. Okay, aber wir wissen, wie wir da hinkommen, immerhin. Und wir können uns jetzt immer wieder die Batterien holen. Das ist irgendwie so ein kleiner Bug, weil unsere Taschenlampe ist voll. Und wenn wir jetzt hier gucken, liegen hier wieder Batterien. Bug using. So, was habe ich denn da falsch gemacht gerade? Also, es war offensichtlich der falsche Hebel, aber woran soll man das denn erkennen? Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen.
Kann man das nicht von Weitem? Oh, jetzt kann ich gar nichts machen. Okay, das war anscheinend der richtige Hebel. Oh. Batterien. Ich höre ihn. Nein! Mann, dieser Drecksköter, ey. Dass wir den nicht irgendwie mal loswerden, ne? Der verfolgt uns schon das halbe Spiel. Was hat's mit dem auf sich? Die Puppe ist weg. Die sehen wir gar nicht mehr. Oh, das werde ich so vermissen. Sarah. So. Nimm. Schnell weg hier. Dann hier rein. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was wir hier machen. Ich mach's einfach mal. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre. Von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Ja, und wir verlassen auch diesen Raum. Wenn wir hier hinten stehen. Kurz mal warten, bis der Hund kommt. Ich will nämlich wissen, in welche Richtung er läuft. Ich hoffe, der kommt uns nicht hier entgegen. Der juckt das Kinn. Kinn Basinger. Oh, bleibt da. Okay, er geht geradeaus weiter. Da läuft er, dann gehen wir da. Ist hier was? Oh nein. War das richtig? Können wir da noch einen Hebel machen? Nein! Nein! Woran soll man denn erkennen, welchen Hebel man machen soll? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe so vieles nicht bei diesem Spiel. Jetzt kriegen wir es hin. Ich bin jetzt voll motiviert. Ich hoffe, Sarah auch. Boah, ich habe mir heute ein Getränk geholt. Das hat voll lecker geschmeckt. Hat sich aber voll komisch angehört. Limette mit Gurke. Aber es war voll erfrischend. Es hat geprickelt in meinem Mund. Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. Schaffen wir das? Es ist gut gegangen. Darf man nur einen Hebel benutzen oder wie? Oder habe ich gerade eben genau denselben Hebel benutzt? Nee, ne? I don't understand it. Vor allem nicht bei dem anderen, da können wir danach keine Hebel mehr benutzen. So. Dann auf ein neues. Jetzt bin ich noch motivierter. Und jedem Tod steigt meine Motivation. Das ist ein, eine Eigenschaft, die ich mir nach langen Jahren mentalen Trainings in Tibet angeeignet habe. Als ich mit Brad Pitt auf einem Berg gestanden habe.
Hier verlaufen jeweils drei Dampfrohre von dem Kessel weg in diesen Knoten und nur eins davon scheint diesen Raum zu verlassen. So. Okay, wir lassen es einfach erstmal so. Hund? Ich höre keinen Hund. Oh. Diese drei Rohre scheinen mit heißem Dampf diese Türe zu entriegeln. Okay. Zwei haben wir ja schon mal gemacht. Vorsicht. Okay, dann müssen wir rein theoretisch hier hinten noch irgendwas haben, ne? Okay, das müsste dann der sein. Ist jetzt entriegelt? Ich hoffe doch. Dürfen wir die Taschenlampe anlassen oder merkt er das? Wenn da auf einmal so ein Licht aus dem Schrank kommt? Ich höre ihn. Ja! Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Ja! Okay. Okay. Okay, er hat gespeichert, immerhin. Nein, Vogelkäfig. Der Raum kommt mir... Wir sind wieder zurück, oder? Hier steht jetzt der Stuhl. Da! Ich weiß, wo wir sind. Wo wir das erste Mal das Portal benutzt haben. Oh! Alter, haben wir ein Glück gehabt. Hier war das Portal. Ja, da gehe ich aber nicht nochmal rein. Müssen wir zurück einfach? Guck mal, Sarah, kennst du noch die Giftpulle? Okay, komm, wir gehen. Ich kann nicht nahe genug an die Konsole herangehen, ohne wieder durch das Portal gezogen zu werden. Ich muss irgendwie anders die Stromversorgung abschalten. Ach ja, wir sollten ja das Portal ausschalten noch, ne? Na komm, dann nimm einfach hier die Zahnräder wieder raus. Will sie nicht. Wo ist denn der Hund? Hier? Dieser Schaltschrank könnte mir weiterhelfen. Aber er scheint einen speziell geformten Schlüssel zu brauchen. Natürlich. Mann, Sarah, ey, du bist auch speziell geformt. In deinem Kopf aber. Hier, Kiste! Nein. Wo sollen wir denn jetzt einen speziell geformten Schlüssel herkriegen? Hund. Nein, der geht jetzt genau dahin, wo ich lang wollte. Okay, dann gucken wir uns erstmal hier kurz um. Können wir hier auch durch? Von da kommen wir, ne? Guck mal hier. Sarah. Hallo? Ist der nicht speziell genug? Vorsicht, bevor der Hund kommt. Ich warte mal, bis der Hund gerade da raus ist, dass wir da dann rein können. Und Leute, ich sehe gerade, dass wir das Portal erst in der nächsten Runde aktivieren werden. Oder deaktivieren. Alles klar, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei Obscuritas mit Sarah. Und es scheint sich hier langsam dem Ende zu neigen, ne? Kann das sein? Ich bin gespannt. Alles klar, ihr Lieben. Bis dann. Bye, bye.